Ja, nach nun mittlerweile über 8 Jahren im Kryptobereich investiert und mehreren sechsstelligen Gewinnen, weiß ich sehr genau, wie man möglichst steuereffizient investiert und auch steuereffizient auscasht, sodass man möglichst wenig Steuern zahlt. Und das sauber und legal selbstverständlich. Auf dem Weg zu diesen Gewinnsummen, die ich gerade meinte, habe ich sicherlich einige Stolpersteine mitgerissen. Weiß nun dadurch aber natürlich, was man nun nicht machen sollte und werde dir dieses auch in 5 Schritten in diesem Video einmal kurz erklären. Was dir das bringt? Naja, damit kann ich dich davor bewahren, dass dir das Finanzamt 45 oder bis zu 45% deiner Gewinne abnimmt. Kannst du dir ja gerne mal ausrechnen, wenn du, sagen ich mal, 10.000 Euro investierst, daraus geschmeidige 100.000 Euro machst, was mit meinen Tipps übrigens in den anderen Videos, die ich jetzt schon gemacht habe in den letzten Wochen, deutlich gut möglich ist und du dann tatsächlich natürlich für 90.000 Euro Steuern zahlen müsstest und das so bis zu 50% fast, das ist natürlich nicht so geil. Und wie ich eben genau da mit dieser Methode hunderte tausend Euro schon Steuern gespart habe, das zeige ich dir genau jetzt am Ende nochmal diesen Videos. Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt wie im Beispiel gerade eben, du hast jetzt 10.000, 20.000, vielleicht auch 30.000, 40.000 Euro investiert. Bei mir war es am Anfang so um die 10.000, 15.000, dann auch später mal 60.000, bis ich dann irgendwann mal mit dem ganzen Investment auf über 700.000, 800.000 Euro gekommen bin. Und ja, das ist möglich. Stell dir mal vor, du hast jetzt zum Beispiel ein Portfolio, so wie ich es in den anderen Videos schon erklärt habe oder auch in meiner Community erkläre, dass du ein paar sichere Coins hast und damit, sagen wir mal, nur 2, 3 Vervierfachungen machst, was natürlich auch schon gute Gewinne sind. Und dann ein paar Projekte hast, wo du vielleicht 10, 15, 20 oder sogar 30-fache Gewinne machst. Wie ich es dir ja auf meinem Kanal ja auch zeige. Unendlich Wochenende Christian Richter, kannst du dir mal gerne ein Abo da lassen. Das würde mir auf jeden Fall helfen und dann weiß ich auch, dass dich das Thema interessiert. Und gerne auch die Glocke anmachen, dann verpasst du da auch nichts mehr, weil ich aktuell schon ein paar mehr Videos mache, aber natürlich immer nicht tagesaktuell. Also ich versuche es immer so tagesaktuell wie möglich. Aber du siehst ja hier, dass ich auch mal ein paar Tage brauche, um da auch mal ein Video zu produzieren. Um noch besser und näher dran zu sein an dem, was ich so mache und was ich auch empfehle, da hilft natürlich nochmal meine Community. Mit dem Namen Finanzielle Freiheit erreichen ist aktuell noch kostenlos. Kannst du hier einfach, du wirst wahrscheinlich hier landen auf der About-Seite, einfach auf school.com und dann Finanzielle Freiheit erreichen eingeben. Dann wird hier rechts ein Join-Button sein. Bitte mit 3 Fragen ausfüllen, sonst lasse ich dich nicht rein, mache ich so tatsächlich. Du musst ungefähr wissen, ob du in die Community passt und ob du kein Scammer oder irgendwie ein Bot bist. Das sind leider schon ein paar, die rein wollten, die gar nicht mal Deutsch sprechen. Also jetzt nichts gegen Nicht-Deutsche, aber wir unterhalten uns natürlich in der Community auf Deutsch und das wird natürlich schwierig, wenn da jetzt jemand aus dem US-amerikanischen Raum reinkommt. Da dann gerne reinkommen. Du hast hier einen kleinen Classroom, wo ich ein bisschen was erstelle. Wir haben einen Kalender, wo wir immer mal Calls machen, also so Austausch. Aber der größte Bereich ist eben das hier, wo wir uns wirklich austauschen. Wirklich, was macht ihr mit euren Kryptogewinnen? Krypto haltet den Kurs, die These geht weiter, halt bald richtig. Dann gibt es hier Vorstellungen, auch zu Immobilienthemen natürlich, wenn dich das interessiert, zu anderen Assetklassen. Wir werden hier auf jeden Fall Fragen beantwortet. Hier sind schon 38 Leute, wollen hier schon wieder rein. Wir sind jetzt schon über 300 Leute, also das wird wirklich eine coole Community auf jeden Fall, gerade für den Start, wo du mal so ein bisschen deine Strategie sortieren kannst, ganz helfen. Und natürlich, wenn du auch so Steuerthemen, Fragen hast, hatten wir, glaube ich, auch auf jeden Fall schon ein paar Posts zu, wo wir mal besprochen haben, wie man das angeht, was ich dir jetzt hier auch nochmal so ein bisschen zusammenfasse. In dem Video natürlich, wo du hier aber noch in der Community natürlich noch viel, viel mehr Fragen stellen kannst, als jetzt in den Kommentaren bei jetzt zum Beispiel bei YouTube. Aber zurück zum Thema. Wenn du jetzt aber, wie gesagt, 30.000 mal ganz entspannt und konservativ nur aus diesen 30.000 Euro eben 150.000 machst, dann hast du ja trotzdem 120.000 Euro Gewinn und den du dann mit knapp 50%, natürlich nicht ganz, aber jetzt mal vom Gedanken her, müsstest du jetzt 60.000 Euro davon abgeben, was natürlich dem Finanzamt sehr schmeckt, was du aber, glaube ich, nicht ganz so cool findest. Und das ist natürlich, wie gesagt, nicht so effizient investiert. Und wir wollen natürlich mal steueroptimiert investieren. Nutzen dafür natürlich auch schon Immobilien. Aber hier im Kryptobereich gibt es natürlich auch Wege, das zu umgehen. Ja, was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Ich habe, wie gesagt, ja schon seit ungefähr 8 Jahren dabei. Also ich habe erst in Bitcoin Ethereum viel investiert, das auch lange liegen lassen. Deswegen hatte ich damit nie Probleme, kommen wir nachher nochmal dazu. Dann größere Projekte, dann kleinere mit heftigen Vervierfachungen, also wirklich große Sachen. Am Anfang hatte ich ja mit Ethereum schon locker eine 20-30-Fachung mitgemacht. Aber das ist jetzt natürlich in dem Rahmen jetzt nur noch bei Coins möglich, die ein bisschen kleiner tatsächlich sind. Aber das erkläre ich dir, wie gesagt, in anderen Videos. Kommt diese Woche auch nochmal eins, wo ich dir, glaube ich, nochmal 15 Coins vorstelle, die gerade auf meiner Shortlist sind, wo ich wirklich extremes Potenzial sehe. Guck dir das auf jeden Fall auch nochmal mit an. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, was mit den Steuern jetzt? Am Anfang war das sehr, sehr undurchsichtig, selbst die Steuerberater wussten nicht so richtig Bescheid. Bevor ich da jetzt konkret drauf eingehe, wie ich steuerlich vorgegangen bin und was es auch für einen Riesenhack gibt, den du vielleicht gar nicht kennst, möchte ich noch 1, 2 Sachen sagen, wie gesagt, was noch zu beachten ist. Einmal, hin und her macht Taschen leer. Wollen wir sowieso nicht machen, wir wollen langfristig investieren. Wir sind keine Trader, ich mache kein Trading, sehe das auch nicht als wirtschaftlich an für die meisten da draußen. Jetzt bitte nicht die ganzen Daytrader, die da wirklich sehr, sehr erfolgreich draußen sind. Das, glaube ich, gibt gar nicht so viele, wie mal auszusehen scheint. Aber versucht, gerade bei Kryptowährung eher langfristig zu denken, auch wenn es bei kleineren Projekten vielleicht hier und da mal ein bisschen schwieriger wird. Und du landest eh, wenn du nämlich Krypto hin und her, ist nicht nur macht Taschen leer, sondern gegebenenfalls landest du auch im gewerblichen Handel und musst dann auch ein Gewerbe gründen. Kann auch ein Vorteil sein, da weiß ich, kenne ich jetzt deine Situation nicht. Wenn man aber es tatsächlich macht, dass man doch auch mal mehr Swing tradet vielleicht, was jetzt auch noch halbwegs okay wäre, glaube ich, wenn man unterzyklisch nochmal ein bisschen Gewinne mitnimmt. Wie gesagt, ich mache es nicht, ich sehe es auch nicht so sinnvoll, aber wenn man das macht, kann man auch mit dem gewerblichen Handel, mit dem Kleingewerbe vielleicht und mit dem Gewerbe auch steueroptimiert nochmal vielleicht sowas machen. Wie gesagt, keine Empfehlung von mir, würde ich auch so nicht machen, aber es gibt vielleicht hier und dann die Situation, wo es sinnvoll sein kann. Dann sollte man sich auch immer das Thema Staking, Lending und Co.
also falls du das jetzt alles nicht weißt, dann ist es für dich eh nicht relevant, aber Staking Lending ist ja quasi, du packst Coins irgendwo hin oder gibst die irgendwo ab und da machst du quasi Rendite mit, also so eine Art Dividende quasi für das, dass du das eben zur Verfügung stellst. Da gibt es auch aktuell steuerlich schon, sage ich mal, eine Meinung zu. Lange war das ja so Grauzone, keiner wusste so richtig, keiner hat so richtig gewusst, was man damit macht. Manche haben gesagt, alles ist gleich steuerpflichtig sofort, nee, nur der eine Anteil, nee, das andere. Aktuell ist zumindest aus das, was ich als Info habe, und wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, ich darf dich hier nicht steuerlich beraten, aber ich kann dir meine Erfahrungen mitteilen. Im Zweifel lieber noch mit einem Steuerberater sprechen, der da Ahnung hat. Aber Staking Lending ist so, dass wenn du die Coins, die du stakest, die behalten diese steuerliche Frist, wo ich gleich nochmal zurückkomme, und die Rewards musst du aber tatsächlich versteuern. Also quasi die Dividende, die dir ausgeschüttet wird, die solltest du versteuern. So ist zumindest aktuell das Wissen, was ich habe und das Wissen, was auch mein Netzwerk hat. Dann gibt es ja immer mal ganz clevere Leute, die sagen, oh, andere Länder zum Auscashen nutzen. Also ich wandere dann einfach aus, oder es gibt ja auch Paraguay, wo man dann nur 2 Tage, dann hat man eine Residency und so. Kann man alles machen. Ich glaube, das, am Ende wird es für 99% der Leute hier in diesem Kanal, glaube ich, nicht zutreffen und nicht sinnvoll sein. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so sehr drauf ein, auf die einzelnen Länder, weil da gibt es schon Strategien, wo man das machen kann, wo es auch sinnvoll sein kann. Und deswegen auch immer mein achtungsgezeigter Finger. Achtung, das sollte sauber geplant sein. Also jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich wandere da jetzt mal kurz 2 Tage aus, bin dann auch jetzt zurück, melde mich da irgendwie steuerlich an, zahle es in mir aus und so. Finanzamt ist mittlerweile relativ gewieft und die kommen da auch gut dahinter. Ich sage gleich nochmal was zu einer anderen Methode, die ich auch öfter sehe, zum Beispiel an alle die Spezies da draußen, die zum Beispiel sagen, jo, ich bin jetzt mal so clever und kaufe mit meinen Bitcoins direkt in Dubai eine Wohnung zum Beispiel, kriege damit eine Residency, kann mir vielleicht sogar ein Bankkonto da holen und zahle mir den Rest dann dort aus. Wird nicht so einfach so sein, denn auch Dubai wird diese Daten rausrücken, beziehungsweise müssen sie gar nicht, weil wenn du über eine deutsche Börse oder eine Börse, die auch über die BaFin und so weiter registriert ist in Deutschland, gekauft hast, dann kann das Finanzamt leider in Anführungsstrichen nachverfolgen und dann wirst du auf jeden Fall je nach Summe auch relativ große Probleme bekommen. Ich glaube, ab 500.000 Steuerbetrug wird das auch irgendwann in Richtung Gefängnisstrafe enden und das ist aus meiner Sicht eigentlich unnötig, weil warte noch auf den Trigger ganz am Ende, wird am Ende gar nicht nötig sein aus meiner Sicht, weil es tatsächlich einen ganz coolen Hack gibt. Daher gilt aus meiner Sicht, lieber auf Nummer sicher gehen. Das Finanzamt wird aus meiner Sicht safe schlauer werden. Die sind jetzt schon, glaube ich, ganz gut dran. Die Regulatoren sind ja schon so, dass du quasi jetzt, wenn du Geld von einem deutschen Bankkonto auf eine Börse bringst, dann ist das irgendwo sicherlich registriert. Und wenn du spätestens, wenn irgendwann du mal eine Steuererklärung machst oder irgendwas mal geprüft wird, dann wird auch jemand mal fragen, hey, Herr Richter, Sie haben doch hier Euros auf Kraken gebracht. Wo sind denn die jetzt gelandet? Wo sind denn die jetzt gerade? Und sagen, teilen Sie doch mal bitte Ihre Adressen mit. Wenn du das nicht machst, dann macht es spätestens irgendwann die Börse, weil sie sicherlich dazu verpflichtet werden. Und spätestens dann fällt der ganze Schwindel auf. Und wir wollen keinen Steuerbetrug betreiben. Das ist aus meiner Sicht nicht nötig, weil es eben noch diesen Trick gibt, den ich dir gleich sage. Wie du ja weißt, da funktioniert in Blockchain und Bitcoin-Technologie und die ganze Zeug drumherum, außer jetzt ein paar Privacy-Coins, die wir jetzt mal außen vor lassen. Das zieht dann wirklich auf Steuerbetrug ab, sage ich mal. Nicht natürlich vorrangig, aber ihr würde es jetzt, sage ich mal, du siehst ja, sobald ich eine Adresse kenne, dann weiß das Finanzamt und kann das ja tracken. Also selbst wenn du jetzt sagst, ja, wo will denn das Finanzamt wissen, wenn ich mir das jetzt auf mein privates Wallet überweise von 12 Kraken aufs private Wallet und ich dann auch vielleicht nochmal ein Zwischenwallet schalte, weil ich ganz clever bin und von diesem Wallet dann direkt in Dubai kann man ja mit Bitcoin, kann man ja in Dubai tatsächlich auch Wohnungen kaufen oder mir einen Sportwagen hinstelle oder. Wie kann denn das Finanzamt das nachverfolgen? Ja, das geht, dafür gibt es Tools. Das kann auch ich tatsächlich, wenn ich deine Adresse rauskriege und jetzt wirst du ja sagen, wie sollen die meine Adresse haben? Ja, die wird tatsächlich einfach von den Börsen rausgegeben werden, außer du hast da vielleicht noch so eine shady Zonenbörse, die ich glaube, schwierig wird, da jetzt aktuell noch Geld drauf zu kriegen von deutschen Konten. Ja, und jetzt kommen wir mal dazu, wie ich steuerlich vorgegangen bin. Also ich habe eine grobe Transaktionsplanung gemacht, also wann geht was rein? Also wann habe ich jetzt was auf Kraken oder welche Börse auch immer Euros transferiert, dass ich da schon mal einen Überblick habe, wie viel habe ich an Euros sowieso, ist für mich sowieso interessant, wie viel da reinging. Und du hast es natürlich auch in den Börsen, gibt es auch nochmal Export-Tools oder Tabellen, wo man sich das auch nochmal anzeigen lassen kann, falls du das nicht getrackt hast. Man kann es auch mit einer App machen, Delta, also ich zum Beispiel, wo du diese ganzen Transaktionen und Ausschüttungen bzw. und Käufe auch tracken kannst. Dann hast du das auch nochmal. Ich zeige dir auch nachher gleich nochmal ein Tool dazu, wie du das noch machen kannst. Wichtig, wie gesagt, Bewusstsein für den Bitcoin-Zyklus. Da zeige ich dir gleich nochmal was. Moment. Du kennst ja sicherlich, das habe ich in anderen Videos immer mal gezeigt, den sogenannten 4-Jahres-Zyklus. Will ich das nochmal ganz kurz zeigen. Guck das lieber in einem anderen Video nochmal an, da habe ich das ganz, ganz detailliert erklärt. Guck mal, wir haben jetzt, sind jetzt gerade im Bullrun im Anfang von dem Zyklus. Hier war der letzte Bullrun quasi, der letzte Top. Und wenn man jetzt zurückgeht, sieht das im Prinzip genauso aus. Und du siehst auch, dass die Hochs hier genauso aussehen. Huch, jetzt sieht das letzte Hoch hier genauso aus wie das andere. Und jetzt denkst du, oh, das ist aber hier klein. Und jetzt gehst du mal zurück. Zack. Sieht es genauso aus, weil das hier, kommt jetzt auf jeden Fall auch eins hoch. Und wenn ich das jetzt nochmal zurückgehe, und hier wird es natürlich dann ein bisschen undurchsichtiger, weil es ja dann schon an den Anfang von Kryptowährung ist, sieht es ja genauso aus. Also habe ich hier alle 4 Jahre wie ein Uhrwerk, habe ich hier Zyklen. Und wenn du noch genauer siehst, ist es im Logarithmischen, wie gesagt, ich will es gar nicht zu tief mathematisch erklären, aber hier siehst du auch diese, wie so eine Pendelbewegung.
Und hier gehen wir jetzt halt hier hochgehen weiter. Es gibt auch Bilder dazu, will ich dir jetzt nicht mal zeigen. Kannst du selber mal googeln für Jahreszyklus, auch bei Bob Lukas auf dem YouTube-Kanal oder bei Plan B. Der hat nochmal andere Metriken dazu. Wichtig, warum sage ich dir das? Es ist wichtig, um generell auch steuerlich zu planen. Wo sind wir gerade im Zyklus? Wann könnte so ein Top sein? Wann könnte ich verkaufen? Warum erkläre ich dir das? Weil ich gleich nochmal eben diesen Hack habe und der darauf nämlich auch zielt, weil er ganz wichtig ist dafür. Ansonsten mache ich mir eine Ledger-Transaktionshistorie. Also entweder habe ich einen Ledger also auf Kraken oder ich habe in meinem Wallet, kannst ja wirklich jede Transaktion nachverfolgen. Im Zweifel macht es das Finanzamt dann und würde dir dann auch genau sagen, ob du jetzt steuerpflichtig bist oder nicht. Und dann gibt es auch so Tools wie cryptotext.io. Ich glaube, mittlerweile ist es eine andere Seite. Genau, wenn du auf cryptotext.io gehst, zeige ich jetzt mal nicht, aber wenn man natürlich auch alt wird, dann heißt es jetzt Blockfit, genau, Cryptotext und Tracking. Die machen so ein Full Reporting, also auch schon steueroptimiert, glaube ich, Steuer aufbereitet, wo auch die Bundeszentrale für Steuern abgenickt, das Ding, auch die Reports, kannst du deinem Steuerberater dann einfach geben und der wird dann damit tatsächlich einfach das Reporting für DATEV bzw. für Elster machen können. Und das kann man das damit sicherlich auch selber machen. Was dir dann nämlich die ganzen Fees ausrechnet auch natürlich, also was du hast ja auch Fees bezahlt, die natürlich steuerlich relevant sind für dich. Dann vielleicht auch Verluste, vielleicht hast du ja auch Verluste gemacht, die du mit reinnehmen willst und dann eben auch die Gewinne. Aber auch eben den Trick, den ich dir gleich sage, den er damit sicherlich mit einrechnet, ob du überhaupt steuerrelevant bist oder eben nicht. Und ganz im Zweifel, das kann ich dir auch nur wirklich empfehlen, wenn du ganz unsicher bist oder jetzt auch vielleicht größere Summen schon gemacht hast und du aber nicht sicher bist, sprich mit einem Spezialsteuerberater. Wie gesagt, bei größeren Summen, und das kenne ich auch aus dem Netzwerk, Steuerberater, die kosten dann immer 300, 400, 500 Euro die Stunde, aber lieber zahle ich 300, 400, 500, 600 Euro die Stunde, als 50% meiner Gewinne abzugeben. Das ist Worst Case und das wollen wir nicht und das wollen wir höchstmöglich vermeiden. Und jetzt kommen wir zum großen Hack, der hoffentlich für dich noch ein großer Hack ist, für viele jetzt bestimmt nicht, aber für einige, nämlich die Einjahreshaltefrist. Danach ist es nämlich komplett steuerfrei. Also wenn du deine Kryptowährung ein Jahr hältst, ich sage hier immer, mach es bitte nicht 365 Tage, sondern lieber einen Tag mehr oder lieber 5 Tage mehr. Wenn es so eng an die Sache ist, oder jetzt, wenn du jetzt mitten im Zyklus verkaufen willst und du bist jetzt gerade an dieser Grenze 365 Tage, würde ich, wie gesagt, lieber einen Puffer lassen oder im Zweifel noch mit dem Steuerberater reden und ihm die Zeiten mal nennen und der soll das nochmal abnicken. Es wäre extrem ärgerlich, wenn du dann auf einmal in die Steuerfrist oder in die Steuerunfreiheit rutscht und auf einmal dann aus der Wäsche guckst doof. Ansonsten, wenn du solche und weitere Tipps und auch wenn du generell in Kryptowährungen, Immobilien, in ETFs und generell ein Portfolio haben willst, was ja mein Grundsatz ist, was dir Cashflow verspricht, was dir guten Wachstum verspricht und das in kürzester Zeit, dann komm auf jeden Fall in unsere Community, finanzielle Freiheit erreichen, auf school.com. Da gehen wir dir genau das an, stell dir da unsere Fragen, stell dich da gerne vor und hol dir da gerne Tipps ab. Stell dir auch Fragen zu deiner Situation, zu das, was man erreichen kann, was man machen soll, einen Finanzplan, finanzielle Ziele und. Übrigens, in den nächsten Wochen wird auch noch was richtig Großes da kommen, mach dich da auf jeden Fall schon mal befasst. Kommen deswegen genau in die Community, dass du das auch nicht verpasst.